Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht's um die mobile Version von Apex Legends. Lange genug haben wir gewartet. Der Release steht kurz bevor. Ich blende es gleich ein und ich sag euch auch anhand dieses Posts, was wir ungefähr erwarten können. Lange genug wurde das Spiel in Ländern, wo ich dachte, da gibt es wahrscheinlich noch nicht immer Internet, getestet, ausgiebig, warum auch immer es in Europa leider nicht getestet wurde oder gewisse Leute in Early Access haben, um es mal zu testen, fand ich sehr, sehr schade. Auf jeden Fall ist der Release kurz bevor. Ich freue mich extrem auf die mobile Version. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist auf dem Handy mit Touchpad. Ich habe die COD-mobile Version mal getestet. Das ist extremer Fingerfasching vom Feinsten. Ich bin gespannt, wie die mobile Version umgesetzt wurde von Apex Legends. Es sieht geiler aus, als ich dachte. Ich habe mir vorhin mal in Ruhe ein Gameplay reingezogen. Eine komplette Runde auf World's Edge. Ich blende euch das jetzt einfach mal hier ein. Diesen Monat, Mai 2022, ist endlich der weltweite Release von Apex Legends, der Handyversion. 10 Legenden wird es zum Start von Apex Legends geben. Ich blende euch ein weiteres Bild ein. Das ist aus einem Gameplay-Moment, da mache ich das mal weg, das sieht ein bisschen verwirrend aus. Das ist aus einem aktuellen Test-Gameplay der Auswahlbildschirm. Es sind 10 Legenden hier. Sieht man leider theoretisch entweder, ja, man sieht nur 9, warum auch immer. Es sind auf jeden Fall alle Starterlegenden dabei. Also so wie es in Apex Legends Season 0, 1, 2 war. Von Bloodhound bis Caustic. Und dann kommt eben noch Octane dazu und Watson. Ihr seht, dass das hier alles ein bisschen durcheinander ist im Vergleich zu den Konsolen- oder PC-Versionen. Octane kommt ja, warum auch immer, an zweiter Stelle, spielt auch hier für keinen Leierkasten. Das ist einfach nur auch symbolisch, dass ihr wisst, so sieht der Auswahlbildschirm aus. Und es gibt am Anfang 10 Legenden. Inwieweit das alles aktualisiert wird, bis auf irgendwann vielleicht Season 12, 13, 14, 15 und so weiter, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die mobile Version ein bisschen unangetastet bleibt. Und das ist nämlich so richtig geil. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das der Grund ist, warum viele die mobile Version vielleicht testen, wenn sie dann irgendwann den Fingerfasching überwunden haben und es vielleicht langfristig zocken, weil man sowieso nicht unbedingt an der Konsole zocken muss. World's Edge und Kings Canyon Originalversion sind auf dem Handy ohne irgendwelche Vergewaltigungs-Map-Updates und so weiter. Wir haben Skulltown, wir haben Kaskaden, wir haben die Sortierfabrik von World's Edge und so weiter und so fort. Finde ich extrem genial. Und die mobile Version wurde von Grund auf neu konzipiert, nur für die mobile Version. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Ich wollte es nur dazu erwähnen, weil es hier auch steht. Es wird Ranked Play geben und mobile Exklusiv-Modes. Ich habe schon ein paar Mal über die mobile Version gesprochen, zwei, dreimal vielleicht nur, und dort wurde schon Team Deathmatch getestet. Könnte man zum Beispiel jetzt testen, weil zum Release soll Team Deathmatch zum Beispiel schon mit dabei sein. Gameplay hatte ich auch irgendwann vor ewigen Zeiten mal gezeigt. Und das könnte sein, dass wir vielleicht den Team Deathmatch Modus dann gar nicht in den Konsolen- und PC-Versionen bekommen, sondern dass das mobiler Exklusiv Modus bleibt. Könnte sein, muss nicht sein. Auf jeden Fall soll irgendwas Mobil-Exklusives dazukommen. Und es ist auf jeden Fall ein Grund, als absoluter Apex Legends Freak, Nerd, was auch immer, die mobile Version auch zu zocken. Ganz wichtig, falls die Frage aufkommen sollte, es wird kein Crossplay geben. Also du kannst nicht vom Handy gegen Leute auf PC, PlayStation, Switch, Game Boy, Color, Sega, Mega Drive, Super Nintendo, NES oder sonst was zocken, falls die Frage aufkommt. Auf jeden Fall wird das nicht gehen. Ihr zockt nur untereinander die Handyversion. Noch eine Besonderheit, war jetzt hier auch nicht thematisiert, wird aber sicherlich auch eine Frage von einigen sein. Es gibt die Möglichkeit, mit eurem Controller euer Handy zu verbinden. Wie auch immer es funktioniert, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich geht es auch nicht mit jedem Telefon. Das Spiel erkennt, dass ihr mit einem Controller spielt und werdet nur mit Leuten zusammengewürfelt, die auch Controller spielen. Falls ihr denken solltet, ihr erschleicht euch so einen mega ekelhaften Vorteil gegen Leute, die Touchpad-mäßig
spielen. Finde ich sehr interessant. Und noch einen Fakt. Ich habe mir letztens ein Gameplay reingezogen. Der Typ meinte, sagenhaft, und man hat es auch deutlich gesehen, der Aim Assist soll extrem reinknallen. Natürlich muss er stärker sein als auf den Konsolen oder sonst irgendwo, weil auf dem Handy ist es wirklich ultra schwer. Wer schon mal die COD-mobile Version gespielt hat, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Ich habe auch so meine Schwierigkeiten gehabt. Und die Entwickler der COD-mobilen Version sind hier auch mit an Bord gewesen. Ganz wichtig. Also ein paar gute Elemente werden definitiv dabei sein. Mehr gibt es von jetzt an erstmal nicht über die Version zu reden. Zum Abschluss, ich weiß, die meisten von euch haben schon weggeschaltet, aber die, die noch am Start sind, schreibt gerne mal in die Kommentare. Wenn die mobile Version raus ist, wollt ihr Zeug von mir sehen? Wollt ihr Gameplay sehen? Tipps und Tricks? Überhaupt Updates? Updates wird es sowieso auf dem Kanal von der mobilen Version geben. Aber wünscht ihr euch irgendwas, was man mit der mobilen Version zu tun hat? Dann versuche ich das technisch irgendwie umzusetzen. Ich müsste mich nur mal schlau machen, wie ich quasi das Gameplay vom Handy auf meinem PC kriege. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein, aber sollte sich die Mühe lohnen. Ihr wünscht euch das, mache ich das natürlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.